Die Firma Colessandu, die in Australien beheimatet ist, hat ein sehr gutes Skript gemacht, das Sie gratis auf der Seite herunterladen können. Es hat den sehr langen, aber treffenden Namen "Draw Arrows Around Objects". Also das macht nichts anderes als die Objekte vermaßen. Wie mache ich jetzt das? Ich gehe unter um Fenster, dort unter Hilfsprogramme, dann in die Skripte hinein. Bei mir sind jetzt die in den Benutzerskripten. Ich wähle ein Objekt an. Doppelklick auf das Skript. Das geht jetzt auf. Ich kann hier sagen, ich möchte Millimeter. Hier, wie der Pfeil aussieht. Ich nehme hier mal eine Kurve. Dann, sehr gut auch für Europäer, dass ich Komma setzen kann. Ich sage, okay, das Ganze wird wunderbar vermessen. Wähle das an. Doppelklick. Ich kann etwas anderes einstellen. Wenn ich mit dem zufrieden bin, sage ich da Don't Show. Okay, dann macht es das. Nächstes Objekt, Doppelklick. Eine Gruppe, Doppelklick. Ein gruppiertes Objekt, Doppelklick. Okay, ich schließe das mal jetzt. Also ich finde das super gelöst. Jetzt, äh, was wirklich gut gemacht ist, die ganzen Sachen kommen auf eine eigene Ebene. Also das kann ich wegklicken gut gelöst. Dann äh, mache ich hier nochmals eine Ebene, äh, mache die ganz an den Schluss und sage denen auch mal Hintergrund. Okay. Und auf dieser Hintergrundebene ziehe ich jetzt einfach mal eine Fläche auf und sage denen mal, du bist gelb, dass man da was sieht. Okay. Man sieht jetzt, man hat diese Flächen und diese Pfeile aber auch das ist sehr gut gelöst, weil ich habe hier ähm, diese Farbe, die ist schwarz gelöst und diese Farbe und die kann ich natürlich ändern. In diesem Fall würde ich die auf gelb ändern, Vorschau rein, okay. Und auch das würde gehen, wenn das auf einem Hintergrund steht. Also recht gut gelöst, muss man da sagen. Ich gehe nochmals in die äh, Skripte hinein, äh, Hilfsprogramme, Skripte. Und jetzt hat es hier so ein text -File. Wenn Sie dieses text -File mit der rechten Maustaste löschen, sind auch die Grundeinstellungen in diesem Skript wieder gelöscht. Also da können Sie Zentimeter oder so eingeben. Gut, wie sieht das aus? Ich gehe mal auf die Webseite. Die sieht dann so aus, wenn Sie das eingeben. Colessandu haben Sie verschiedene Skripts. Und was ich jetzt gezeigt habe, ähm, ist dieses hier: Draw. Arrows around an object. Das können Sie herunterladen. Rechten Maustaste, dann wird das, auf dem, das äh, Objekt auf dem ähm, Schreibtisch oder wo immer gespeichert. Und dann können Sie das äh, in InDesign wieder äh, integrieren. Das ist wirklich ein sehr gutes und recht hilfreiches Skript, das ich sehr schätzen gelernt habe. Laden Sie es herunter, testen Sie es aus. Die Firma Colessandu hat wirklich gute Arbeit geleistet.